Ich wieder da. Jo. Ich lege mich mal ins Bett, dass ihr schlafen könnt. Ja, ja, wobei. Das ist eine gute Idee eben. Achso, wollt ihr kurz? Okay. Dann. Ja, es ist 18 Uhr, weil es ist nicht dunkel. Schlückchen. Da, mal kurz hinlegen. Und dann machen wir sie hier auf dem Weg, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Ja. Ich baue jetzt noch schnell oben die eine Geschichte ein. Warte mal ganz kurz. Feuerfirmen vielleicht noch so? Da kommt der nächste Sturm. Was ist denn das für ein Sturm? Oh nein, kein Kraftstoff. Warte kurz. So, jetzt. Und 7 Uhr. Wieder Erfolg, Freunde. Was ist das jetzt? Schwere Wüstenstürme und das Dach ist nicht drin. Ey, ich werde noch zum Tier hier. So, einfach so ein Dach fehlt. Ja, also einfach mal das Dach weg, weißt du? So, nicht so gut. Da jetzt eigentlich auch? Ja, da ist es auch schon. Ich muss das ein bisschen stabilisieren, das Dach. Dann müsste es eigentlich funktionieren. Ist halt blöd, dass dass die tragenden Säulen mit dem Upgrade-Hammer nicht aufwertbar sind. Das nervt mich halt total, ne? Aber im Zweifel müssen halt. Ist er kaputt? Wir müssen halt die tragenden Dinger hier wieder aufbauen, auch wenn mir das gerade gar nicht gefällt. Das war jetzt nicht der Plan hier eigentlich. Hier oben eigentlich? Das ist aber nicht drin, ne? Nee. Naja, schauen wir mal, ob das hält. Natürlich Belüftung. Ja, weiß ich nicht. Guten Abend, die Isabel. So. Was? Oh nein, ich komm nicht hin. Jetzt. Hält das? Hält das nicht? Geht das kaputt? Ich werd bescheuert, das hält. Ja, perfekt. Oh. Ein Zombie-Spitzenklosse jetzt weg. So gehört sich das. So. Bude ist zu. Ganz pünktlich zum Sturm, ey. ach, Party schläft noch, ne? Ja. Er ruht tatsächlich noch. So, ich bin wieder da. Hallo, Party. Dach ist auch wieder drin. Danke. Sind wir wieder geschützt vom Sturm? Hoffentlich. Wurde auch Zeit. So, was können wir hier eigentlich noch machen? Hier gehen die Holzwände. Die Kisten für den Innenbereich kann man hier in der Zimmermannsbank bauen, aber das ist jetzt für uns eigentlich erstmal Banane. Wir brauchen jetzt eigentlich erstmal nur noch Zeugs für unterwegs, ne? Also. Das nehme ich mit, das brauchen wir. Genau. Oh ja, jetzt geht der Sturm los. Machen wir schnell Talentbaum. Ein neues Lüftchen. Ja. Okay, was haben wir hier? Erfahrene Holzfäller. Den erfahrenen Holzfäller brauchst du eigentlich gar nicht skillen. Der bist du doch so oder so. Immer. Mit Liebe. Das musst du das Spiel doch wohl merken. Ich finde das auch eine Unverschämtheit. Unverschämtheit! Warte mal kurz. Ich geh mal baden. Nee, ich geh nicht baden. Ganz schön eklig da draußen, ne? Naja.
Hat ihr gehört? Schön am Geländer stehen. Ich finde das schön mit dem Geländer. Ich bin raus von meiner Konzi. Ich wünsche dir was. Hau rein. Ah, ich gehe wieder rein. Das Schamal wird mich schon interessieren, wie der aussieht. Ich habe den Schamal ja bis dato nur immer erlebt, aber nie gesehen, weil ich immer achten müssen, dass das Gebäude nicht einstürzt. So. So, jetzt geht's rum, oder? Jetzt müsste der schwere Teil gleich kommen. Dann schaue ich mir auf überm Wasser an. Aber jetzt ist das Haus ja eigentlich total wind- und wetterfest, ne? Kann nichts passieren. Aber es nimmt irgendwie. Ist das jetzt ein schwerer Sturm gewesen? Ja, ja. Ein schwerer. Okay. Das sind nur schwere Wüstenwinde. Das ist nichts. Wenn du Steinhütte hast, macht es gar nichts. Ja, ich merke schon, das ist jetzt nicht so bedrohlich. Also geht schon bedrohlicher irgendwie. Wir brauchen. Also pass auf, für den wilden Ritt jetzt unterwegs. Was sollten wir mitnehmen? Essen, die Feldflasche, Sauerstofftank. Warte mal kurz, Feldflasche. Feldflasche nehme ich mit. Den besseren Sauerstofftank hast du auch schon? Den habe ich schon, ja. Okay, dann brauche ich den noch. Den Sauerstofftank könnte ich auch ein wenig auffüllen. Den müsste ich auch noch auffüllen. Warum komme ich hier nicht runter? Wow, 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 ich stuck. Oh no. Wow. Ich komme hier nicht mehr weg. Warte mal kurz. Kurz bücken hieß manchmal. Huch, ich habe mich befreit. Oh, jetzt schau die Hütte mit dem Schornstein. Also mit dem Kamin wird die nochmal viel geiler. Ja, stimmt, das hättest du auch machen können. Was denn? Du hast eine Befreifunktion in dem Game. Das heißt, du bist einfach nachher nur irgendwo anders schnell hingespawnt, dass du aus einer Lage kommst, wenn du dich festpackst. So. Also, was haben wir jetzt hier? Also, ich habe dabei Sauerstoffflasche, ein bisschen Essen, aber zu wenig Essen. Das muss ich noch verbessern. So. Ey, also, die Sauerstoffflasche hält unfassbar lang. Schlafsäcke mitnehmen, das ist ein verdammt guter Plan, ja? Für die Höhlen. Oder nochmal drei neue machen. Ja, oder wir machen neue, machen wir neue. Wir haben ja nicht so viel Stuff. Ja, machen wir neue, ne? Ich will aber nicht. Warte mal, ich drehe den nur um. So, dann liege ich nämlich hier nicht. Dann liege ich mit Parzibert Fuß an Fuß. Das ist nämlich auch schön. Juhu. Der Dream einfach. Der Traum. Reichlich Pfeile und Essen. Essen haben wir zum Glück ja schon ein bisschen was, ne? Also so 5-6 Steaks haben wir da schon. Pfeile habe ich auch genug. Noch eine gute Idee. Pfeile habe ich noch genug. Das reicht, ja. Ich habe fast 100 Pfeile. Mhm. Wer auch immer seine Sauerstoffflasche da rein hat, die ist voll. Und ich habe auch das Repartiergewehr im schlimmsten Fall. Wobei das ich vermeiden möchte, weil wenn ich so einen Elefant träge und der nachher mit seinem Bruder und Schwester kommt, wird das weniger lustig. Okay. So, wir haben Essen, wir haben Pfeile. Was brauchen wir noch? Schlafsäcke haben wir gesagt, machen wir uns. Wenn man Leder. Eure Ausdauerstoffpasten habt ihr euch noch nicht rausgenommen. Kommt sofort. Können wir euch noch nehmen. Wo haben wir denn Stöcke? Ach, warte mal, Stöcke können wir jetzt super easy herstellen, ne? Wirkt ein Spawnpunkt, wirst du, glaube ich, nochmal setzen müssen. Ja, dann mache ich dann neu, ne? Ja. So. Okay, das kommt da rein. Kann man da zwischen das Fenster nicht durchschießen? Schaffe ich das? Ich traue mich nicht. Schuss geht durch alle Balken eingestürzt. Und alles kaputt, die ganze Bude weg. Da kann der Zwerg die ganze Nacht füßeln, ja, mit Party werden, ne? Das tut das so oder so immer. Mit Liebe, verstehst du, mit Liebe? So. Ich liebe den Zwerg, möchte immer der kleine Löffel sein.
Ich weiß gar nicht, was du meinst, ja. ganz kurze Frage, wir hatten den Recurve-Bogen noch nicht, weil da liegt noch einer. Ich hab noch keinen, tatsächlich. Dann ist es deiner. Dann nehme ich mir den nochmal. Ja, ich dann nehme ich den mal. Zwei gemacht und der andere wäre für ein paar Ziege wieder. Ich habe meinen schon genommen. So. Sehr schön. Oh, ich mag den. Der sieht richtig gut aus. Der ist gut, ne? Der sieht richtig gut, ja. Der sieht wirklich cool. Den Compound Bogen habe ich bis heute noch nicht gesehen. Den hat keiner. Also jeden Streamer, was ich gucke, der hat den noch nicht. Okay. Die haben alle meistens nur irgendeinen Recurve Bogen. Ja, sind viele im Rang 4 noch nicht so weit, dass sie so viel bauen können. Gut, ich mache noch mal, repariere jetzt nochmal schnell alles. Also meine Spitzhacken und so weiter. Teamgeschichten aus dem Modkeller. So intim sind die nicht, wir sind alle öffentlich. Jetzt warte mal ganz kurz. Das liegt doch nur daran, dass du die ganze Zeit Fanfictions davon schreibst, Patzi. Fanfiction-Bert. Also ich möchte wirklich nicht, dass jemand irgendwann einmal eine Fanfiction von uns rauskommt. Wirklich nicht. Es wäre so furchtbar. Es wäre absolut furchtbar. Ich würde sehr lachen. Ich würde das ganz toll finden. Wenn Con uns so eine schöne Fanfiction schreibt. Oh, welche. Ich finde das auch gut. Vor allem die Dinge überzeichneten. Beschreibt, die ich nicht im Stream sagen möchte. Na. Ach Gott. Wir haben nicht vor, wiederzukommen, kann das sein? Zumindest nicht, wenn wir aus der Not heraus vielleicht, aber das weiß keiner so genau. Warte mal, ich habe jetzt hier die Ausdauer regenerierende Paste. Genau, und daneben links hast du noch die Ausdauerverbrauchpaste. Das kriegst 7 Prozent weniger. So. Die kannst du dir nebenbei immer mal wieder snacken beim Laufen. Dann sind wir ein bisschen schneller da. Okay. Zweck, wenn du noch ein bisschen leveln willst, ich würde dir empfehlen, in der Textilienbank einfach irgendwie 200-400 Seile zu machen, weil wir so ultra viel Leder haben. Und du kriegst für jedes Ding irgendwie 44 EP. Dann krieg ich gleich den Level up voll hier. Ich bin eh fast durch. Ja, dann sammelst du noch ein bisschen bis zu den nächsten Leveln. Hast du jetzt ein Level bekommen? Nein. Nebenbei. Gleich. Bin ich zu weit weg gewesen. Achso. Nee, ich hab gerade ein Tier erlegt. Das gerät sich noch aus. Aber bist du weit weg. Jetzt ab. Level up. Geilo. Dann werde ich als nächstes forschen den Wein. Was echt merkwürdig ist, du bekommst keine XP, obwohl ich neben dem Haus ein Tier leg. Aber ich bekomme die ganze Zeit geteilten XP, weil du gerade was herstellst. Also oh Gott, mit dem Titel 50 Shades of Dwerg, oh no. Ich finde das gut, Chat. Ihr denkt richtig! Yeah. So, was haben wir? Platin können wir noch nicht, oder? Nicht, dass ich wusste. Pazzi? Dafür brauchen wir, glaube ich, die Titanspitzhacken oder sowas, oder? Pazzi ist unser König der. Was zum? Platin können wir noch nicht. Platin-Sachen, oder? Oh ja, kann ich. Okay, weil wenn wir Platin auch. Haben wir Platin überhaupt? Ja, haben wir. Weil die Überlegung ist, ob ich nicht vielleicht eine Platin-Spitzhacke uns craften könnte. Kann ich schon machen, also müsstest du nicht skillen. Okay, wenn du es schon machen kannst, dann lass ich es mal. Platin-Messer? Das kann ich nicht. Ich kann nur Platin-Axt und Platin-Spitzhacke. Gut, pass auf, dann mache ich mal das Platin-Messer, dann haben wir das auch. Und die Platin-Sichel könnte ich auch noch machen. Ja, die kann ich auch nicht. Dann machen wir die beiden, dann habe ich die Punkte rausgedonnert, dann haben wir nämlich theoretisch schöne Sachen dafür. Und die Nahkampfwaffen kann ich alle nicht. Okay. Den Skill Baumfreund lasse ich aus. Reduzierter Schaden durch umfallende Bäume, als ob mir jemals ein Baum auf den Kopf gefallen wäre. Den will ich auch nicht nehmen. Also maximal das, was sicher auch ein cooles Skill für dich ist, ist, dass gefälltes Holz sofort in dein Inventar kommt. Erstklassiger Holzfäller ist das. Chance, dass ein Baum sofort zerhackt wird. 1% Chance, Bäume sofort zu fällen. Ja, wobei der ist nicht so wichtig. Der Feuer ist cool. Die Holzzerkleinerung ermöglicht die Verarbeitung von Holz zu Stöcken, ist halt sau wichtig, ne? Ja, der und eben das mit Holz sofort ins Inventar ist mega gut. Warte mal, ist welcher ist denn vorletzte das? Punkt. Der vorletzte Punkt. Ach, der, ja. Erfahrener. Mhm. Ja, das ist halt auch geil, ne? Geht halt 10-mal schneller so. Ja, vor allem, wenn du in Wald bist, wo nachher irrsinnig viel gestrüppt bist, dann brauchst du nicht erst alles aufheben. Okay.
Was sollen wir noch mitnehmen? Was brauchen wir noch? Also ich habe Pfeile dabei, ich habe Bandagen dabei. Einen Splint baue ich jetzt keinen gerade. Dann gekochtes Fleisch habe ich dabei, Schlafsack. 50 Dwarfs of Shades, oh Gott. Wobei, wenn der 50 Mine of Zwerge ist auch geil. Wobei das irgendwie keinen Sinn ergibt. Aber der Titel wäre cool. Mega. Jetzt warte mal ganz kurz. Okay, wir müssen dann da hochgehen, alles klar. Okay, wir können los, oder? Ja. Hat ihr da noch mal getrunken, bevor es losgeht? Ich frage nur aus Gründen. Ich trinke auch noch mal. War jeder am Klo? Ich war am Klo. Bin bereit. Die nächste Raststätte. Wir fahren keine Raststätte an. Wir fahren durch. Oh no, nicht schon wieder durchfahren. Wer hat denn den Punkt markiert? Welcher Punkt ist denn das? Meiner. Kurz mal orientieren, welcher bist du? Du bist nicht der Pinke. Du bist weiß. Nee, ich bin der Weiß, ja. Gut. Jetzt hier unser Weißer. Okay. Ich bin auch durch. Weißer Punkt. Kotblu ist wo? Warte mal, Hyäne irgendwo. Kotblu ist schon oben. Ist schon losgerannt. Nee, ich bin noch im Haus. Achso. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ich würde sagen, das eskaliert hier leicht. Haben wir eine Granate geforscht? Ich habe sie erforscht, aber ich habe keine geforscht. Machen wir. Was hast du getan, Zwerg? Ich war das nicht. Ich war nicht der erste Schuss. Ich muss doch mal los, Freunde. Au, 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 au. Ach du Heilige, wer hat da hingeschossen, ey? Keine Ahnung, dachte, aber es war auf jeden Fall. Drei Tiere oder so. Skrupellos, erziele zwei. Ich hab nicht gesehen, dass da so viele sind. Ach, großartig. Ui, 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 ui. Pfeil, ist bestimmt nicht meiner. Jetzt wieder nach Hause verarzten. Bald haben wir es geschafft. Oh, herrlich. Wir können los, Freunde. Ich würde vorschlagen, regelmäßig auf die Karte zu schauen, weil wir mit den Canyons natürlich nicht immer so schön da durchkommen. Wer ist das denn? Ah, shit, ich hab was vergessen. Ich hab die Ausdauersachen vergessen. Zwei Mähen. Die Ausdauersachen? Ja, ich hab die Ausdauersachen nicht mitgenommen. Ich hab dir dreimal Bescheid gesagt, Patsy. Mindestens! Zerleg den trotzdem. Haha! Zu uns kommen keine Besucher, wenn die jetzt, wenn die sehen, was wir im Vorgarten liegen haben. Ja. Kriegen nie mehr Besucher, ey. Ja, ja, der Titel so ist deutlich zu lang und ich möchte nicht als erstes genannt werden, den Titel. Es soll nicht um mich drehen, dreht sich um Zwerg. Was? Ich weiß gar nicht, was ich meine. Patsy und die sieben Zwerge. Und die Nacht, in der das... Oh, gut, Blue, was hast du hier losgetreten? Wollen wir rechts rum, Zwerg? Guck mal kurz auf die Karte. Rechts rum, glaube ich, ist rechts rum besser. Ist besser, ne? Ja, glaube auch. Also die Pasten halten nicht ewig, ne? Also die sind... Naja, 60 Sekunden halten die. Schon wenig. Ist schon wenig. Ist auch die günstigste Paste, die ich machen konnte. Wir haben aber ist okay. Weizen. Ist okay. Also ich finde das trotzdem geil, ne? Also 60 Sekunden mal durchsprinten können, ist halt schon mega gut, ne? Hat sie. Der Elefant ist ein wenig verwirrt. Sollen wir dem Elefant mal helfen? Meinst du, so eine Rettungsaktion? Hat sie zerlegt? Nee, ich hätte ihn jetzt liegen lassen. Okay. Damit dann möglichst viele Hyänen und Großbauern ja. Endlich mehr Pumas! Der Weg zurück ist so lustig. Schön. Wir brauchen mehr Wildschweine. Ich habe es nicht herausgefordert. Ich habe gesagt, das wäre voll schlimm. Code Blue hat gesagt, er würde sich freuen darüber. Mr. Blue!
Yes? Hallo. Oh. Mensch. Ich habe die 7-Meilen-Stiefel angezogen. Ich merk schon, ich merk schon. Man kann schon sehr lange damit laufen. Ey, ist schon richtig in Ordnung. Gut, ne? Und du hast ja, keine Ahnung, wie was haben wir im Inventar? 10 Stück? Ja, ich schieße euch gleich in den Rücken. Ach, Partybert. So oh, jetzt kann ich auch nicht mehr rennen. Das ist auch rum, ne? Ah, ich finde das großartig gerade. So schön auf Reisen, ne? Mm. Ja, aber wer beginnt, ist ja normalerweise nicht schuld dafür. Weil so ist das! Der ist schuld, der es sich wünscht. Und in dem Fall wünscht sich Code Blue. Ich bin mir nicht sicher, ob der sich das wünscht hier so. Oh, er hat gesagt, er wird das super finden, er wird das klasse finden. Das waren seine Worte. Ohne meinen Anwalt sage ich nichts. Ja. Na, guck mal, da hinten in der Ferne sieht man schon. Den Pass, wo wir hin müssen. Die Titel werden immer schlimmer. Im Land der Gejagten. Kannst du fast einen Spielfilm draus machen. Ja. Warte mal, meine Pasten sind aufgebraucht. Das geht so nicht. Ich bin quasi bereit jetzt für epische Eindrücke. Irgendwie hat Koblu gerade Schaden genommen, fürchte ich. Half-Life 3 bin ich. Oh, Zwerg und die Mods of Dune. Links oder rechts rum ist die Frage gerade, ne? Ich hab keine Ahnung, was ist denn da rechts? Ja, ich würde sagen rechts rum, oder? Rechts geht's runter, links geht's hoch. Ich würde sogar sagen links. Ich glaube auch links. Dann probieren wir mal links. BR, ohne meinen Altus sage ich nichts. Da hast du absolut korrekt. Das ist absolut korrekt. Ja, okay, da geht's auch runter. Es ist eigentlich egal gewesen, glaube ich. Man sieht auf jeden Fall schon den Berg. Ja. Wo wir hin müssen. Ja, ja, ja. Jetzt geht's ins Tal der Tränen, Freunde. Jetzt wieder ein wenig frischer. Das Flussgebiet. Wir müssen das Flussgebiet erreichen, okay. Ja, das sieht gut aus. Rand des Flussgebiets, eben. Das sieht sehr gut aus hier. Jo, oh, herrlich. Steht, keine Ahnung. Karte? In der Karte vielleicht M irgendwas? Nee. Jo, vielleicht eventuell Map. Drücke ja. M, damit du weißt, wohin. Und 39,23, angenehm. Schön. In das Tal der Liebe, oh Gott. Mhm. In der Arktis können wir nachher miteinander kuscheln. Na, ich weiß ja nicht. Ich find's hier nett. So, das bringt ja nur Faser, ne? Wo müssen wir denn jetzt eigentlich lang? Aber die weiße Markierung ist. Ja, ja, ich überleg bloß gerade, wo Kobu gerade hin wollte. Ich laufe eigentlich die weißen Markierungen entlang. Schön. Hoffentlich. Glaube ich. Vielleicht? Ja, ja. Okay. Oh, Weizen. Weizen, warte mal kurz, das muss ich mitnehmen. Kann ich mal, kriegt da mehr raus? Ja, da krieg ich mehr das raus. Sichel, ja. Das Sichel bekommst du wesentlich mehr raus. Also die Frage ist, ob wir es überhaupt jemals brauchen, aber man weiß ja nie bei so einer Mission. Ja. Ja. Nimm ich mal mit. Kann das alles. Wobei, ich glaube, wir sind ja nach wie vor nicht weit. Wir haben nach wie vor doch nichts freigeschaltet. Wir tanken gerade mal den Planeten auf. Mhm. Wir haben noch nicht einmal die Exotics freigeschalten. Aber es wird. Es wird. Aha, wir haben es geschafft, aber einer ist schon angekommen. Ja, wir schaffen ein Signal vom Landeschiff. Das ist hier unten. Wir müssen ja zurück, tatsächlich.
Okay, also welcher lila Punkt, ne? Der lila, genau. Einmal umdrehen quasi. Gut, dann komme ich nämlich noch mal bei dem Hopfen vorbei. Aus diversen Gründen ist das nämlich wichtig. Lilien nehme ich auch mal mit. Ich glaube, das brauchen wir. Haben wir den Blue nächsten Landepunkt gefunden für den Norden? Die zweite Variante vom etwas kühleren Gebiet. Exerium, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. Verrückt. Wo ist der Hopfen? Mann. Wo ist die gerade irgendwas? Ja, die ist extrem riesig. Vor allem umso weiter du nördlich kommst, umso schwieriger wird es nachher. Wir haben jetzt schon ein wenig ins Hemd gemacht, wenn wir einen Bären gesehen haben. Es gibt ja nachher Gebiete, da laufen fast nur noch Bären herum. Schön, schön, schön. Gibt's hier auch Hopfen? Nee, dort gibt es keinen Hopfen. Ich will Hopfen! Aus keine diversen Hopfnung Gründen. Für den Zwerg. Da ist die Hopfen. Nein. Das ist... Ihr seid doch alle unterhopft, ja. Machen wir auch gleich ein Bier auf. Oh. Sehr schön. Euch ist doch Hopfen und Malz verloren. Ja, habt ihr das Freund, würde ich nicht mal bestreiten. Oh Gott. Ich habe einen Bären gehört. Nein, das ist ein Bison, doch kein Bär. Bär, Bison, alles ach, ist alles gleich. Ja, genau. Andere würden sogar Büffel dazu sagen. Lilien braucht Koblu, ne? Müssen wir erst auf jetzt in die Arktis reinlaufen. Alles gut. Ich nehme das Ding mal mit. Nimm mit, was du kriegen kannst. So. Was jetzt? Da ist die Kiste. Richte einen Weg über die Felsbarriere. Wo ist das denn schon wieder? Das ist eine gute Frage. Dort vielleicht bei dem Punkt, war da irgendeine Barriere? Bin nicht so weit nach durchgelaufen. Nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Errichte einen Weg über die Felsbarriere. Vielleicht hier irgendwo? Hier oben vielleicht? Nee, ich glaube, das ist... Warte mal kurz, lass mal gucken. Wo ist denn auf der Karte mal weiter raus? Nee. Doch, da oben. Klar, da wo wir gerade waren, oder? Ist das das? Ja, das kann ich glaube auch, weil das ist der einzige Punkt... Nein, das sind die anderen, ist auch noch markiert. Ist irgendwo noch irgendein anderer Punkt, den wir nicht sehen gerade? Nee, also wenn, dann kann es ja nur dort sein. Wieder. Welchen Punkt laufen wir? Wir waren ja dort noch. Ja, ich laufe wieder mal zum weißen Punkt und guck mich dort um, ob da irgendwo eine Felsbarriere ist. Ey, warte mal, aber das muss doch irgendwas mit dem Gebiet jetzt zu tun haben, oder? Nee, hier haben wir nur das Werkzeug geholt. Aber das ursprüngliche Gebiet war ja oben. Da geht's doch ins Winterbiom rein hier. Ja. Ich glaube nicht, dass wir ins Winterbiom müssen, wenn die Expedition Flussgebiet heißt. Nee, hier ist auch keine Barriere oder sowas, das ist okay. Ein großer Hirsch, 115. Ich höre irgendjemanden schießen. Ja, war nur ich. Aber Passi! Ich würde... Ja, bei der 13 würde ich ja... Okay, also wieder zurück. Na, okay. Okay, zwecklos ja auch das Ding zum ja. Inventar. Steht hier irgendwo ein Punkt? Missionsgegenstand. Bin gleich da. Ah, da ist glaube ich die Felsbarriere, oder? Ja, hier. Ah. Oh, Bär, ja. Bär, bei mir Bär. Wo bist du? Hinten. So. Ja, warte, ich komm schon zu dir zurück. Mich hat's erwischt. Ja, ich komm zu dir zurück. Ich hol dich.
Er ist genau über mir und hat Pfeile im Gesicht. Und in der Nase. Passt schon, Kotbruch. Kannst du ruhig dort bleiben, Mark. Ich habe hier das Gewehr. Der ist mit einem Schuss weg. Er hat schon ein bisschen Treffer gekriegt. Ein Schuss weg. Ja, weißt du? Klar, logisch. Okay, der Levelunterschied ist ein bisschen größer als wie auf der anderen Map. Dankeschön. 110. Der hat ein bisschen wehgetan auch, muss ich sagen. Der hält nachher schon zwei Schüsse aus. Das war nicht mehr so. Vor allem, wie viele Pfeile du eben schon davor reingejagt hast. Ey, Wahnsinn, ja, das hat richtig. Also, der hat schon ordentlich mit eingassiert. Der hat sogar ein rohes, edles Stück Fleisch da gelassen. Er ist noch ein. Ne? Ist so, wo muss ich jetzt hin? Weißer Punkt, oder? Einfach geradeaus. Achso. Richtung. Wo ist es denn? Oh, ich bin einmal in die falsche Richtung gelaufen. Nice. Da irgendwo. Warte mal kurz. Ich laufe in die richtige Richtung. Ein Bison. Da. Wer auch immer dagegen kommt. Ist das hier oben? Schon, oder? Ich hab das gesagt, das ist das. Er richtet einen Weg über die Felsbarriere. Vielleicht müssen wir da was nach oben bauen. Das kann durchaus sein. Schau mal. Hier kann ich nichts platzieren, glaube ich. Aber warte mal, ich kann hier überall platzieren. Tragbares Signal. Ich platziere das mal jetzt gerade. Warte mal. Hat irgendjemand von euch was anderes eingesammelt? Nee, ich hab gar nichts. Ich auch nicht. Bei mir war es leer. Er richtet einen Weg über die Felsbarriere. Zeigt bei Verwendung eine Kartenmarkierung an. Okay. Aber ich kann es nicht verwenden. Hat irgend. Also. Vielleicht braucht Sonne. Warte mal. Wäre nicht das erste Mal, dass wir auf Sonne angewiesen sind. Jetzt irgendwas? Oh, stimmt. Das ist ein bisschen Solarzeug dran, ne? Na, genau. Rechts. Nee, aber bringt nichts. Oh, sieht's nur so aus. Aber hier müsste doch irgendwas sein, weil. Normalerweise müsste es ja dann nach hinten weitergehen und bei uns ist aber ein Berg. Ach so, meinst du? Also das hier müsste eigentlich die Felsbarriere sein. Und vielleicht müssen wir wirklich da was hochbauen und drüber kommen. Ja, oder wir müssen einfach dieses Punktdings da irgendwo sinnvoll hinbauen. Aber was haben wir denn? Also pass auf, wir haben ein tragbares Signal. Was haben wir noch? Nichts. Beschaffe ein Signal vom Landeschiff. Errichte einen Weg über die Felsbarriere. Okay, da müssen wir doch einen Weg bauen. Ja, aber ich überlege gerade wo und wie und... Warum überhaupt? Wieso? Wieso? Wieso müssen wir da rüber? Wir wollen hin. Oh, hier. Was? Geht da wieder rum nach unten, also da oben daher, hier oben ist nicht. Ja, da oben ist ein Bär. Ich komme wieder nach unten. Warte, der kommt auf. Nee, das ist Kublu. Ich gehe mal weiter in die Beschaffung. So eine Statur. Au! Wer war das? War ich. Manzi, warum läufst du denn hier dem Holzfällersmann rein? Ah, ich fehle ein paar Bäume. Au! Was soll denn das? Auf mich mit Bäumen zu bewerfen! Was ist denn nur mit dir? es nimmt schon hart, was er mit Station ist. Warte mal kurz, ich höre Bär. Bär. Ja, ich bin jetzt gegen den. Ah, und? Wie läuft's so? Der braucht schon ganz schön viel. Ich brauchst du Hilfe? Jo. Wo bist du? Huch! Fällt noch oben wahrscheinlich. Ich bin einfach die Dinge hochgeklettert. Er hat schon was im Ohr stecken, also er hört euch nicht so gut. Ist eigentlich nicht mehr viel fehlen. Ja. Fehlt auch nicht mehr viel. Aus. Wildschwein habe ich noch geschafft. Das kuschelt gerade mit mir. Ah, schön. Ui, pfui. Was du schon wieder mit Schweinen machst. So. Gut. Wir müssen definitiv, glaube ich, da was hochbauen. Aber jetzt warte mal ganz kurz, lass mal gucken. In die Richtung, wir müssen in die andere Richtung, ne? Ja, in die Richtung bauen.
Ja, da über diesen Berg müssen wir irgendwie drüber, über diese Felswand. Okay. Also brauchen wir auf jeden Fall Holz. Bäume da als Richtlinie nehmen, die zwei, die was da in der Felswand schon drinstecken, weil die wird höchstwahrscheinlich verschwinden, schätze ich mal. Jetzt warte mal kurz, wenn ich jetzt hier mir das so anschaue, wie wir das machen sollen, dann erkenne ich vielleicht so den Punkt. Jetzt wird schon langsam instabil, das Ding. Plötzlicher Sturm. Toll. Wir können ja hier ein kleines Häuschen bauen. Holz wird uns nicht viel bringen. Ach komm, das hält doch. Das muss ja bloß uns, damit wir nicht im Sturm hängen. Wo? Direkt von einem Blitz angeschlagen. Was? Ja. Deswegen schaue ich bei Gewitter nie nach oben. Das kriegst du weniger Angst. Ja? Gibt hier leider keine Höhle. Ja, bauen wir uns halt schnell hier einen kleinen Unterschlupf. Ja. Ey. Nur zum drunter steigen. Das wird ekelig. Warte, hier oben bei der oberen Treppe, bitte. Ah ja, du kannst auch selber vom Blitz getroffen werden. Ja, hier wo ich stehe, definitiv nicht. So. Aber mir ist okay. Schönen Abend und viel Spaß, ihr beiden. Hau rein. Was seid's denn ihr? Oh, ihr seid ja schon fast drüben, ne? Aua! Ja, das war mein Bein. Oh, kommt jetzt ein Sturm. Ich hab grad kein Holz. Oh nein! Oh nein! Wieso? Ich kann keinen Feuerlöscher machen. Warte, aber ich kann was Besseres machen. Oh, Steine. Lass es abfackeln. Ich brauch Holz. Warte mal kurz, ich muss nochmal Holz besorgen. Gott, ihr brennt alles. Von wegen, wir brauchen ja eigentlich gar keine Bude bauen. Ist doch gleich rum. Nicht vorbei. Und jetzt kann ich wieder einschlagen. Nein, doch nicht. Ist einfach. Ah, easy. Können wir noch einen bauen? Ja, geht so. Ich bin drüber! Wuhu! Freiheit! So, warte mal kurz. Oh nein, ich häng. Oh, 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 Fossi. Ich glaube, wir sollen hier eigentlich wieder runter. Kann das sein? Vermutlich. Vermutlich, ja. Ja, dann bauen wir hier die Tür runter, ne? Ich brauche noch Holz. Oder wir springen. Das kann ich mal abbauen. Was wohl die bessere Idee ist? So, warte mal hier, das ist ganz gut eigentlich. Die Frage ist, wie das Spiel das wertet, ne? Weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das Spiel das nicht gelten lässt, wenn wir jetzt einfach so drüber bauen. Also, so... Wenn wir das nicht verbinden irgendwie. Wir können ja jetzt mal schauen und im Zweifel verbinden wir oben, oder? Mhm. Ich meine, die letzte Sturm ist ja gerade um, entsprechend wird es ja jetzt mal ein bisschen dauern, bis die nächste kommt. Wir sollten vielleicht aber trotzdem ein kleines Häuschen hier bauen. Vielleicht wäre das doch nicht schlecht. Mit dem Campfire drin. Das haben wir wieder vergessen, ne?
Kann ich jetzt sicher easy basteln. Nee, weil dann können wir die Nacht überspringen. Ja, okay, stimmt, es wird Nacht. Oh, ist schon wieder 18 Uhr, absolut. Ja. Dann baue ich schnell eine Hütte unten und dann können wir mal so ein kleines bisschen hier. Ne? Oh no! Was denn? Ah! Was? Ich bin nach unten gefallen. Au! Ich habe mir das Bein gebrochen. No, Partybeard! So, ich baue nochmal hier gleich ganz kleine Hütte. Ups and the downs, my heart will never stray.